Hallo. Ja, hallo. Freunde zu haben ist eine ganz, ganz gute Sache. Und sie sind auch ein Geschenk vom Herrn. Aber manchmal kann es auch Schwierigkeiten geben mit Freunden. Und so manche Freundschaft ist eben wegen diesen Schwierigkeiten, die ja viel zu vielfältig sind, um darüber überhaupt anzufangen zu reden. Aber jedenfalls, Hiob hatte auch Freunde und die sind zu ihm gekommen, als er wirklich in Not war. Und als die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, da kamen sie und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Aus dem Buch Hiob, ich habe ja, soviel ich weiß, letzte Woche auch schon mal über Hiob eine Stelle gehabt, über in den Losungen, und da ist einiges schon gesagt worden. Der Anfang war auf jeden Fall sehr gut, dass sie, ohne einen Kommentar abzugeben, zunächst mal einfach bei ihrem Freund gesessen sind. 7 Tage und 7 Nächte. Einfach da auf der Erde zu sitzen und zu schweigen. Ich glaube, das ist auch ein Rekord eigentlich, ja. Aber damit will einfach zum Ausdruck gebracht werden, dass sie in der Situation, nachdem sie all das erfahren hatten, was er gelitten hat und durch welches Leid er da durch musste, da blieb ihnen einfach, könnte man schon so sehen, auch die Sprache weg. Es ist auch manchmal so, wenn wir von Leid hören, und gerade in diesen Tagen, in dieser Zeit, hören wir eine ganze Menge von Leid, von Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und verlassen mussten, und da bleiben einem auch die Worte eigentlich weg. Aber machen wir nicht den Fehler dann, dass wir dann zu irgendwelchen falschen Schlüssen kommen, wie das ja dann auch später, wenn wir dann hier weiterlesen, wie es dann tatsächlich gekommen ist, dass sie dann überlegt hatten, ja, das muss ja einen Grund haben, warum es ihnen so dreckig geht und warum er jetzt in dieser Patsche da sitzt. Ja, da hat er sicherlich nicht... er ist sicherlich nicht unschuldig, ne? Und dann fingen sie an. Und diese Analysen waren natürlich völlig daneben. Aber wie gesagt, lies das Buch selber und du wirst erkennen, was für ein Reichtum da drinnen ist. Im Neuen Testament sagt Paulus, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. In Galater 6, Vers 2 steht das geschrieben. Einer trage des anderen Last. Und das ist ein Gesetz Christi. Wie können wir das tun? Nun, da braucht es nicht viel Fantasie, wenn wir merken, dass es Menschen um uns gibt, die die Lasten tragen, denen es schwierig, die Schwierigkeiten haben und denen es wirklich auch schwer geht, dass wir dann versuchen zu helfen, dass wir zumindest Hilfe anbieten, in dem Maße, wie wir dazu in der Lage sind. Möge der Herr uns wirklich auch die Augen und auch das Herz wieder neu öffnen für die Last und Belastungen anderer Menschen, und möge uns die Bereitschaft schenken, auch wirklich einzugreifen und auch zu helfen. Das möge uns der Herr auch geben, wieder ganz, ganz neu, falls wir das vergessen haben. Ich wünsche dir auch wieder einen guten und einen, ja, auch wieder einen erfüllten Tag. Der Herr ist so gut zu uns. Wir sollen es auch zueinander sein.